Hier kriegt man natürlich alles. Hallo Gemballer. Hier kriegt man natürlich alles, was das Herz so begehrt. Hier ist für Telefone alles Mögliche. Was ist denn jetzt, Leute? Och nee, ey. Ah. Spielzeug. Taschenrechner. Hat Alter schon spät? Nee, bei uns ist früh. So, hier Waschmittel, Wasser, Waschmittel. Oh, das klappt auch mit Stream Elements jetzt. Mal gleich weiter und haben wir hier noch und noch mal Elektronik. Messer, Gabeln, Schäler. Ey, genau diesen schicken Sandwich, den hole ich mir jetzt auch. Zahnbürsten. Ihr könnt auch die Preise sehen. Hier Mundspülung, Nüsse, nee, noch nichts getrunken, ey. Und trinke ich auch nicht, weil ich nehme ja meine Antibiotika. Nüsse und Chips ohne Ende hier. Na, ich bin heute ins Krankenhaus wegen meiner lieben Frau. Die muss alle Vierteljahr einmal ihre 30 Watt am Monat bezahlen. Wenn ihr jetzt mal dichter sehen wollt, müsst ihr mir mal Bescheid sagen. Nee, sie geht bloß alle Vierteljahr halt zu ihrer Hauptuntersuchung. Wie gesagt, solltet ihr irgendwas sehen wollen oder dichter sehen wollen, müsst ihr mir mal Bescheid sagen. Hier haben wir jetzt Toastbrot. Ich hole mir gleich ein Käsesandwich. Was haben wir hier noch? Ein deutsches Bier. Warte mal, ein deutsches Bier. Gucken wir mal da drüben. Kommen wir auch gleich zu. Moment. Ey, das mit dem Sandwich ist so klasse. Welche Chips gibt es hier? Warte mal, gehen wir auch gleich hin. Ah, hier haben wir Chips. Hey, hier dieses Leo.
Haben sie nur in Partypack, ja. Oder Lace, ja genau. Preise könnt ihr sehen, ne? Also wenn man hier zwei Tüten nimmt, kosten die nur noch 47 pro Stück. Ich nehme an, das ist die thailändische Marke, aber das wird wahrscheinlich trotzdem original sein. Gibt es ja noch andere Sachen? Hat die blaue? Blaue sind hier mehrere. Hier ist blau. Hier ist blau. Hier ist auch mal blaue dran. Big Pack. Und dann sind natürlich die unten die Prickles, ne? Die oben links. Achso, hier, ja. Hier sind wieder Nüsse. Ja, die sind erheblich preiswerter geworden. Die waren früher mal erheblich teurer. So, was haben wir jetzt hier? Was ist denn das hier? Krabbenpaste? 50 Paar, der Riesentüte hier, ey. 50 Paar, was da drin ist. Überraschungspaket. Die Dinger sind übrigens ganz gut hier. Nee, wenn du wissen willst, was Bart in Euro sind, musst du eigentlich im Ausrufungszeichen Bart oder THB und dann eben zum Beispiel 59. Ja, genau. So, ich glaube, Bier wird wahrscheinlich jetzt nicht verkauft werden. Jetzt haben wir hier Getränke. Hier mal Cola. Könnt ihr Preis sehen, ja, ne? Oder? Warum kann man den Preis nicht sehen? Doch. Hier 2 Liter Cola, 35 Watt. Hier kommt jetzt diese Cutting Deng, M.Y. Hasip. Hat 42 Euro. Hey Eddie, das sind Bart, das sind keine Euro. Wir sind hier in Thailand. Hier 12 Baht. 12 Baht kostet diese M.Y. Hasip. Ach so, am Tag, okay. Ja, die hätte ich auch gerne. Ja, das sind diese Energy Drinks hier oben. In allen möglichen. Carabao, M.Y. Hasip, Shark, Red Bull. Gelbe Karte, richtig. Hier haben wir den Nescafé. Ja klar kommt Red Bull aus Thailand. Hier haben wir Eis. Hier haben wir normal. Ja. Also das ist eine, warte mal, 1,25 Liter Flasche. Kostet 31 Baht. Und übrigens, falls euch das interessiert, hier gibt es keinen Pfand.
So, jetzt der Kaffee. Crash-Eis. Hier haben wir große Wasserflaschen. Hier haben wir jetzt die Suppen. Ja, Moment, da kommen wir, da müssen, wo ist denn eigentlich Bier? Die haben ja kein Bier, weil wir im Krankenhaus sind. Hallo Tom Berlin. Hier haben wir diverse Nudeln. Ich glaube, die kriegt man auch in Deutschland, ne? Die Mama-Nudeln zum Beispiel. Ja, bestimmt hat das mehr Kick als die deutschen Red Bull. Vor allen Dingen jetzt gibt es aber auch diese mit Kohlensäure. Die gab es früher nicht. Nee, Bier haben die gar nicht. Also deutsches Bier, würde ich mal sagen, liegt so ungefähr bei 120 Watt. Ja, hier kannst du gucken, welche Geschmäcker das gibt. Ist ja die Frage, ob du Tintenfisch haben willst. Was alles sind Teil, wieso verstehst du nicht? Also Preis kannst du doch verstehen. Hier, guck mal. Preis kann man da gut sehen. Ja, was erwartest du denn, dass hier dran steht? In Deutsch? Das kannst du vergessen, das steht nur bei dem deutschen Bier drauf. Genau, 10 Bart. Hier sind die Großpackungen. Da sind glaube ich 12 Stück drin. Weil da wird es noch billiger. Ja, Chemiebomben hast du überall. Ja, ich muss nachher, ich hol mir nachher mal ein Sandwich. Ich muss mal gucken, nicht, dass das dann aus ist. Wo ist das Sandwich? Hier haben wir Milch. Darf ich auch nicht trinken, wegen meinen Antibiotika. Also Milch ist in Thailand verhältnismäßig teuer. Finde ich zumindest. Hier unten. Küchelchen. Hamburger. Aber den kneifen wir uns mal. Ach, hier sind ja meine Favoriten. Da sind meine Favoriten. Warte mal, was nehmen wir denn da jetzt? Pork mit Salatcreme? Nee. Die Würstchen schmecken überhaupt nicht. Wo sind meine Favoriten? Genau, Sandwich machen sie gleich warm. Ich suche an sich, wo sind die Dinger? Die haben meine Croissants überhaupt nicht. Das ist ja ärgerlich. Das ist ja wieder doof. Und wo sind die Sandwich vor allen Dingen? Ach, hier. Hier. Da nehme ich jetzt so ein Sandwich. Käseschinken. Das wird heute mein Frühstück. Ich will ja das gar nicht warm machen. Was haben wir hier noch? Lachs. Käseschinken. Da nehmen wir gleich 2 Stück von. So, Käseschinken. Aber meine Croissants haben sie nicht, das ärgert mich wahnsinnig. Hallo Toxic.
Ja, gibt doch ein 27. Gibt es da ein Ausrufungszeichen? Bart? Genau. 0,7 Euro, genau. Also 70 Cent. Die sind aus Japan, ja, die schmecken gut. Was haben wir denn hier noch? Ey, die haben keine Croissants, das ärgert mich wahnsinnig. Das gibt's doch nicht, die haben sonst immer Croissants. Tausende von verschiedenen Hamburgern hier. Ich will keine Hamburger. Ey, so ein Mist, dass sie die Croissants nicht haben. Ich werde mir keinen so einen Hamburger reinzwirbeln. Was haben wir denn hier noch? Pork mit Salatcreme. Nee. Hey, das kann nicht sein, dass die meine schönen Croissants nicht haben. Ich hab mich da fast drauf gefreut. Hat Boba Tee? Ich weiß nicht mal, wo ihr Tee ist. Tee. Was, ist der normal zum Trinken oder ist der zum Einrühren? Tee. Ah, hier haben wir Tee. Hier ist Tee. Ach so, ja, das haben die auch hier, klar. Das kommt doch von hier. Ja, Bubble Tea, genau. Er soll auch Bubble Tea schreiben, das hätte ich gleich verstanden. Boba Tee. Ich will keine Spaghetti Carbonara, die krieg bei mir besser. Kaffee will ich auch nicht haben. Was haben wir denn hier noch? Eine Kühltruhe. Keine Croissants. Fleisch ist teuer. Ich bin der Meinung, das Bubble, das Zeug, das kommt ja aus Asien. Menüs. Hat die haben nur Mikro? Naja, 7-Eleven ohne Mikrowelle kann man sich ja nicht vorstellen. Der hat hier die Tür aufgemacht, das kann man das hier nicht sehen. Bohnen haben sie auch hier. Ja, hier sind die Mikrowellen, die haben gleich drei Stück davon. Naja, draußen kannst du dich vielleicht hinsetzen, wo ich da vor dir gesessen habe. Aber die Croissants nicht haben, das ärgert mich wahnsinnig. Kann man hier, oh ja, das könnte man unternehmen. Kornfüll. Da haben wir hier Kokosnuss. Ja, so ein Ding hole ich hier noch. So als Nachtisch. Ja, die Auswahl ist hier nicht so doll. Steht ja nicht. Ich ärgere mich immer noch mit den Croissants. Die Croissants sind so lecker. Ich hab's einfach nicht gesehen. Und diese Würstchen, die schmecken eklig. Joghurt, Kuchen.
kann mich irgendwie alles nicht reizen. Ich finde, der ist schon ganz schön groß hier. Aber da, wie gesagt, da der neben dem Krankenhaus ist, wenn die wahrscheinlich keine Genehmigung bekommen haben, genau. Ne, warte mal, ist das hier auch so? Richtig, ja, ja, stimmt. Die Getränke werden durch die Rückwand hinten nachgefüllt. Ey, sag mal, gibt's ja nicht. So ein Murks. Ich könnte mich wahnsinnig ärgern. Ich muss das nächste Mal ein Foto machen. Also wenn die da sind, dann wären die hier. Die haben nur Tausende von Hamburgern. Die Hamburger will ich ja überhaupt nicht. Also jeder 7-Eleven hatte bis jetzt die Croissants. Der hat es natürlich nicht. Na gut, essen wir 2 Sandwich. Ach übrigens, diese Popcorn, das schmeckt gut. Leider haben sie nicht die mit Mandeln. Ja, weil der im Krankenhaus oder neben dem Krankenhaus ist, deshalb kein Alk. Nee, die kannst du dir selber fertig machen, die Nudelgerichte. Dafür hast du ja hier wieder das heiße Wasser. Nochmal hat sich gerade einer so eine Nudelsuppe gemacht. Ja, und hier habt ihr eben wieder die Getränke und die werden von hinten nachgefüllt. Na, hier hast du heißes Wasser. Und dann kannst du deinen Nudelpott da nehmen und kannst den mit heißem Wasser aufgießen. Jetzt haben wir an sich alle durch. Ja, Eiskaffee auch. Was gibt es da zum Nachfüllen? Ja, hier. Kannst du dann so einen Becher nehmen? Steht halt der Preis von der Größe dran. Und dann kannst du Crash-Eis holen. Und hier hast du den verschiedenen Kaffee. So, jetzt schnappe ich mir meine Sandwich und bezahle die, wenn es an der Kasse ein bisschen ruhiger wird. Hier nochmal die Joghurts. Gibt's nochmal Calcium, Kollagen. Hier, Käse, Käsestange, 21 Baht, Scheiblettenkäse, aber keine Croissants, so ein Murks. Buttertoast. Gut, nehmen wir das als Frühstück. Okay. Moment. Genau, warte mal einen Moment. Nee, kein Käffchen, beleg nicht.
Was, die Rosinenbrötchen? Welche Rosinenbrötchen? Ich mag keine Rosinenbrötchen. Hast du denn Rosinenbrötchen gesehen? Rosinenbrötchen? Wo hast du Rosinenbrötchen? Ach, hier. Nee, ich hab mir jetzt so einen Ananas. Wie heißt das hier? Pie mitgenommen. Ich hab keinen Geschmack. Na gut, okay. Gibt's hier noch? So, jetzt gehen wir frühstücken. Haben wir hier noch was? Da noch was für euch hier. Kleine Pharmacy. Was es alles nicht gibt, ja. Ja, der ist nicht so bestückt, wie ich mir erhofft habe. Also Croissants kriege ich hier leider nicht. Ja, dann natürlich den Tigerbalm. Wahrscheinlich Paracetamol in jedweder Ausstattung. Hier Zahnbürsten, Zahnpasta ist vielleicht noch interessant, was das so kostet. Der wird aus echten Tigern gemacht, natürlich. Na, ich denke mal, das wirst du wohl hier nicht kriegen. Hier unten dann die Doppelpackung. So, jetzt kann man dem Freund den Laden. Ach doch, hier kann man sitzen und essen. Warte mal, das machen wir auch. Das ist interessant. Dann setzen wir uns einfach hier hin. Das ist ja bequem hier. Moment. Dann drehen wir das um. Ja, gibt's doch. Habe ich vorhin ja nicht gesehen. Ja, Moment.